Hallihallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Turmoil. Wir sind mittlerweile über die 54% Aktienanteil gestiegen und wollen jetzt noch ein bisschen extra Geld verdienen. Mal gucken. Wird jetzt ein deutlich entspannteres Spiel ohne Druck, wenn man quasi kein... Ja, wenn man das Geld so gesehen nicht mehr braucht. Wir haben hier was. Und da haben wir auch was. Okay, das ist wahrscheinlich eine Quelle hier. So, links ist der Preis auch ganz gut. Ach, da ist jetzt der Pferdezähler. So, direkt links rüber. Da haben wir Erdgas. Da haben wir auch Erdgas. Dieses Erdgas hier sieht grünlicher aus. Es geht so mehr ins Türkis rein. Das hier ist mehr blau. Komische Sache. Oh, rechts verkaufen. Rechts, der Preis ist besser. So, dann einmal hier runter. Oha. Das ist ein Oschi. Also da steckt einiges an Öl drin. So, 5 Pferde sollten eigentlich ausreichen. Ja, lassen wir mal das Erdgas direkt wachsen. So, alles schließen. Das kostet natürlich erstmal viel Geld. So. Und. Ja, komm, das graden wir einfach direkt ab. Stufe 3. Der Preis ist ja noch halbwegs gut. So, und wenn wir jetzt ein bisschen was verkauft haben, würde ich ein Silo platzieren. Würde ich sogar 2 Silos platzieren. Wir lassen mal den einen hier noch verkaufen. Ach, wir lassen die beide noch verkaufen. So, und dann keiner mehr. Tja, wie machen wir das hier? Erstmal rüsten wir das auf. Hoffen, dass der Preis irgendwann wieder steigt. Wir könnten das eigentlich hier schon rüber verbinden. Dann könnten wir sogar schon recht früh im Spiel die erste Erdgaswelle haben und verkaufen damit. Normalerweise mache ich das ja eher am Ende, wenn ich richtig, richtig, richtig viel Öl zusammen habe. Ich habe jetzt gerade wirklich wenig Geld. Nicht mal mehr Silos bauen. Verdammt. Ja. Hier. Geh du mal ran. Ja, hallo, Pferdchen. Ja, ich muss gerade verkaufen, ne? Okay, fuck off. Ich muss mich hier reinbauen. Bitte alle verkaufen. Kommt. Ihr macht das, ihr macht das. Ich glaube an euch. Baue mich schon mal hier rein. So. Ja, kommt. Jetzt verkauft er doch mal. Der Preis ist doch gut. Bisschen schneller. Alles schließen. Ja, ich weiß, das Vorkommen war noch nicht ganz gewachsen, aber wie gesagt, ich habe ja das Geld gebraucht. Ja, über 2 Dollar, da können wir noch locker verkaufen alles. Überhaupt keinen Grund, da jetzt schon Panik zu schieben. So, jetzt kann man vielleicht mal sagen, ja, reicht. Wenn wir jetzt jede Menge Geld, 13k schon,
Da würde ich sagen... Ach so, das muss man natürlich noch öffnen. Das hier müssen wir upgraden dementsprechend, weil das sieht mir recht groß aus. Das graden wir auch noch ab, weil hier unten haben wir auch was. So, und dann lassen wir die Maulwürfe arbeiten, ne? Kann ich ja eigentlich vorspulen, ne? 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 So. Lass mal erstmal. Ja, doch, das muss ich noch upgraden. Der zieht nur auf halbe Geschwindigkeit. Da fehlt Öl. In der Röhre. Ja, komm, wir setzen hier mal einen Scanner ein. Letzte Runde haben wir Diamanten übersehen. Einmal hier noch ein dickes Ding hinsetzen. Nichts. Rein gar nichts. So, packen wir das schon mal hier hin. Das schließen wir schon mal. Hier bauen wir schon mal rein. So. Dann warten wir, bis die Silos voll sind. Ach komm, wir machen noch den hier und den hier. Doch, gerade erstmal Mai. Geht ziemlich schnell alles hier. Ja, das wird auch noch geupgradet. Sonst macht das recht wenig Sinn. So, und dann erstmal warten. Okay, wie ich sehe, ich brauche noch mindestens einen Wagen mehr. Ich brauche scheinbar noch ein Silo. Noch ein paar Maulwürfe. Sinkt der Preis links oder steigt? Okay, links steigt der Preis sogar. Das ist gut, das ist gut. Dann können wir gleich kaufen. Dafür kaufe ich mir mal noch ein paar mehr Pferde. So, 20 Stück. Wenn wir Glück haben, können wir sogar warten. Jo, wir können warten. Ob wir noch irgendwas finden? Nein, wir finden nichts. So, steigt der Preis links noch? Nein, das heißt, wir machen hier auf. Warten, bis der Preis, keine Ahnung, auf 1,50 gestiegen ist. Und dann verkaufen wir alles. Weil ich würde schon verkaufen, wenn ich hier sehen würde, dass Erdgas schwindet. Ja, jetzt. Ja. Ja, ja, ja. Alle verkaufen. Ja, war ein bisschen zu spät. Aber wieder 43k. Mega. War trotzdem eine super, 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 super gute Runde. Oh, Daisy hat sogar Minus gemacht. Eieiei. Barney. Ja, hier 800 Dollar, das kann man sich mal gönnen. Aktienoptionen. Wir können hier noch richtig reincashen. Oh, 7%. 7%. Brauchen wir aber nicht. Deswegen gehen wir hier erstmal auf Timer. Schnelligkeit. Schnelligkeit. Timer, 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 Schnelligkeit, Timer. Ja, wir gehen auf Timer. So, dann Aktienoptionen. Da werden wir nicht zuschlagen. Das werden wir den einfach überlassen. Überlassen. Ich schätze mal, das schnappt sich Joshua oder Daisy. Ah ja, Joshua. Wie erwartet. So, pachten wir noch ein Stück Land. Die vorletzte Bohrung. Hallo? Okay, Daisy sagt, besiege mich. Ja, dann machen wir das mal. Jo. Okay. Bisschen vorspulen, bis wir hier was finden. Erdgas, zweimal Erdgas, das kann doch nicht wahr sein.
unten. Oh, das ist so tief. Ich gehe mal hier runter. Das wird ja wohl auch Öl sein. Wir graden das ab. Kaufen hier. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen auf Geld warten. So, jetzt können wir... ich lasse hier mal eine Note stehen. So. Noch Zeitkarte mehr. Ein paar Maulwürfe. Gucken, ob ich noch irgendwo eine Quelle finde. So, jetzt bitte links verkaufen. Noch mal Zeitkarte mehr. So, und dann würde ich von dem Geld, was ich jetzt bekomme... Boah, kann ich... Nee, man kann nicht mehrere mit einmal einschließen. Das ist belastend hier. Die sind nämlich zu nah aneinander. So, das zumachen, 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 zumachen und zumachen. So. Ja, das brauchen wir hier nicht wachsen lassen. Das ist für einen Arsch. Das brauche ich gar nicht erst versuchen. Ist das hier noch eine zweite oder ist das eine? Okay, das ist eine. Kommen wir uns so runter. Ein sehr langer Weg, aber... Naja, was soll's. So. Öl, wir brauchen mehr Öl. Vor allem hier rechts. Hier rechts haben wir nichts mehr. Da. Perfekt. Boah, grade ich das ab. Das ist so ewig weit weg. Ich glaube erstmal nein. So, hier setzen wir noch zwei Silos hin. Die graden wir zum Super-Silo ab. Später, nicht jetzt. Das knüpfen wir hier schon mal an. Das graden wir ab. Und dann brauche ich noch einen Kommaulwürfel. So, wir lassen mal das Verkaufen sein. Spulen wir ein kleines bisschen vor. Na komm, irgendwo noch eine kleine Ölquelle. Ja, da ist noch was. Wo wir uns hingraben können. Ist nur so klein, das könnte wieder Erdgas sein. Aber ich glaube, ich sehe da eine kleine schwarze Kante. Moment, warum dachte ich, das wäre klein? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Okay, ich muss hier mal ein kleines bisschen verkaufen. Ja, kommt, beeilt euch. Jetzt macht sich der Timer ehrlich gesagt ziemlich bezahlt. Noch ein kleines bisschen was. So. Das lief jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so gut. Hier brauche ich mich so rein. Dann baue ich mich hier so rein. Dann nehme ich das beides gleichzeitig, um den Preis hier zu drücken. Wir lassen das Verkaufen sein. Wir haben gerade recht gut Geld. Also jetzt nicht sagen, noch viel, aber immerhin ein bisschen was. Ging aber auch schon wieder fürs Upgrade drauf.
eigentlich ein guter Zeitpunkt, um hier mal zu öffnen, ne? Boah. Machen wir lieber noch ein Silo. Wird's öffnen, sobald der Preis hier wieder sinkt. Aber ich muss natürlich auch 300 Tacken haben. Nee, sogar mehr. 450 sogar. Um das hier schließen zu können und die beiden Nodes hier öffnen zu können. Wo sinkt der Preis inzwischen? Ja, der Preis sinkt inzwischen. Das heißt, wir machen das hier zu, das hier auch. Warten ein bisschen und dann verkaufen wir. So, wie viel? Machen wir wieder bei 1,50? Ja, machen wir wieder bei 1,50. So, jetzt. Oh Gott, das dauert ja ewig, bis die Pferde das da alles hinbringen. Seid mal ein bisschen schneller hier. Okay. Absolut in Ordnung. Wir holen wieder mehr Öl raus. Aber das Land war jetzt nicht unbedingt sehr gut, ne? Scannen hier mal. Nicht. Absolut gar nichts. Oh, die verkaufen ja immer noch. Wollte ich gar nicht. Ja, der Preis sinkt gerade so rapide. Da verkaufe ich das lieber jetzt als später zu einem noch schlechteren Preis. Oh, rechts, 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 rechts. So, warten wir, bis das ganze Öl gefördert wurde. Das dauert jetzt nicht den kompletten November. Das dauert den kompletten November. Nein, dauert es nicht. Okay, alles klar. Gut. Da haben wir noch eine gute Quelle Öl. Naja, 24k. War jetzt nicht so gut. War jetzt nicht so gut. Daisy hat wieder Minus gemacht. Daphne. Irgendwas hier. Nächstes Jahr nicht unter 66 sind. Ja, für 800 können wir das mitnehmen. Dann die Schnelligkeit 3. Einfach nur, dass wir noch ein Achievement bekommen. Ja, hier kauft man nichts. Das wird sich wahrscheinlich Daisy nehmen. Ja, wie erwartet. So, dann sind wir jetzt bei der letzten Bohrung. Die allerletzte Bohrung. Schlagen sich da ja richtig um das Land. So, mehr kann ich nicht setzen. Gut. Was machst du? Oh, verdammt, ich brauche ja... Das heißt, ich kann jetzt sogar noch theoretisch verlieren. Oh Gott. Wenn ich jetzt weniger als 2000 Profit mache, bin ich raus. Bin ich bankrott offiziell. Na komm. Oh Gott. Ich sehe es schon kommen. Oh, hier. Mehr Öl, mehr Öl, mehr Öl. Da haben wir noch was. Ich glaube, das ist kein Erdgas. Nein, das ist Öl. Sogar ziemlich viel Öl. Brennen wir mal ab. So. Noch ist der Ölpreis sehr, sehr gut. Da kann man noch sehr viel verkaufen. So, jetzt wird's kritisch. Jetzt brauche ich schon die ersten Silos. So, das lassen wir hier wachsen. So, so, so.
dann ist der Preis links auch schon wieder gleich so gut, dass wir da verkaufen können. Sollten die Silos voll werden. Was ich mal nicht denke. So, 1,28, da kann man mal ein bisschen was verschippern. Aber noch sieht es hier recht mau aus mit dem Öl. Wie gesagt, Hauptsache über 2k Profit am Ende. Sonst haben wir Probleme. So. Ah, noch mehr Erdgas. Das gibt's doch nicht. Also ja, an sich gut, aber... Kann ich das so machen? Oder... Ah, ich... machen wir nicht. Könnte vielleicht zu groß sein. Okay. Ich würde sagen, wir lassen mal den Verkauf. Wir haben gerade recht gut Geld. Hier öffnen wir schon mal. Also, öffnen nicht, aber... Ihr wisst schon. Eigentlich... Wäre jetzt wieder der perfekte Moment, um zu verkaufen. Der Preis ist recht hoch. Die Blase hier ist gewachsen. Aber ich habe gerade so wenig Öl. Es wird sich gar nicht richtig lohnen, das jetzt zu verkaufen. Ich mach's trotzdem. So, da haben wir ein bisschen was an Öl. Ich glaube, da müssen wir nicht mal das Upgrade kaufen. So, da ich so wenig Pferde habe, habe ich das jetzt schon verkauft, einfach zu dem Preis. Also habe ich jetzt schon angefangen, das zu verkaufen. Könnte sogar knapp werden. Ich glaube, ich muss die mal upgraden. Okay, wenn ich sehe, wie groß die... Oh, da hätte ich fast durchgegraben. Durch die Quelle durch. Ja, das Geschwindigkeits-Upgrade wäre schon ganz cool gewesen. So, den Wagen lassen wir noch verkaufen und dann lassen wir das erstmal wieder sein. So. Ja, noch wächst die Blase hier. Da braucht man noch nicht eingreifen. Ja, komm, wir graden das hier noch ab. Dann geht das alles ein bisschen schneller. Hier ist bestimmt irgendwo noch eine Ölquelle, die ich einfach noch nicht gefunden habe. Oben vielleicht. Hier ganz rechts vielleicht noch. Hier vielleicht. Irgendwo wird noch was sein. Ah, schon wieder, der Preis ist so gut. Sollte ich es verkaufen? Das hat meine letzte Erdgasquelle. Da würde ich eigentlich gerne noch warten, bis das hier... Ja, es ist wohl schon August. Ja, komm, wir öffnen das. Wir holen uns das Geschwindigkeitsupgrade. Öffnen das Ding hier. Hallo? So, und wenn das bei einem halbwegs guten Preis ist. So, 8 Stück sollten reichen. Halbwegs guter Preis heißt übrigens 1,50. So, jetzt verkaufen wir wieder. Nee, ich muss nicht über 2k kommen, ich brauche noch die Zinsen. Die muss ich auch noch dazu ziehen. Naja, sollte aber alles drin sein. So. Sieht ganz gut aus. Können wir eigentlich vorspulen.
So, jetzt sinkt der Preis wieder. Jetzt verkaufen das einfach rechts alles. Ne, wir verkaufen es links. Gut, jetzt ist es egal. Das Öl ist weg. So, dann halten wir mal an. Oh, da war wieder eine Quelle. Schon wieder nicht alles mitgenommen. So. Wir haben alle Minus gemacht. Außer Daisy. Tolle Arbeit. Mehr als die Hälfte der Stadtaktien gehören dir. Du hast die Kampagne gewonnen und bist der neue Bürgermeister. Ich habe als Prämie etwas Besonderes für dich. Triff mich im Rathaus. Ja? Hallo? Okay. Oha. Aha. Da kann ich also wahrscheinlich Sandbox-mäßig noch Öl bohren. Ich schaue mir das kurz noch an, ob da irgendwie... Moment, letzte Herausforderung. Okay. Ich dachte eigentlich, das wäre es jetzt gewesen. Können wir ja nicht. Ein schöner Hintergrund. Mit dem Segelschiff, dem Dampfschiff. Hier gehen wir noch hin. Da macht man keinen zweiten Turm. So. Kann ich hier eigentlich die Erdgasvorkommen wachsen lassen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ist ja nicht das Wintergebiet. Oha. So viel Öl. Wie mache ich denn das? Jetzt hier. Halt, links. Der Preis gerade ist richtig, richtig, richtig schlecht. Mehr das. Geschwindigkeitsupgrade. So, ihr seid doch schon alle dran. So, ich brauche ein bisschen Geld. So. Dann kommt hier noch ein Turm hin. Der gräbt sich hier rein und hier rein. Oha. Zweigungslimit erreicht. Belastend. Okay, ich glaube, da ist Essig-Benzin los. Ich glaube, da muss man einfach alles so verkaufen, wie es geht. Ich glaube, das ganze Öl kannst du gar nicht lagern. Ich meine, ich werde es versuchen. Oh, Bohrer-Upgrade brauche ich hier. Na, kann ich ja nicht. Nein, ich verkaufe es von mir aus rechts. Bei einem Dollar geht das ganz gut klar. Und bei Pferde. So, 3,5k, okay. Ich versuche das trotzdem mal hier wachsen zu lassen. Einfach aus Neugier, ob das geht. Nee, nicht upgraden. Oh. Jetzt hat der Lump das abgegradet. Okay, es funktioniert. Okay. Dann, wie mache ich das? Okay, das hier grade ich ab. Dann bohre ich mich hier so rein. Dann muss ich gucken, erstmal ganz viele Maulwürfe hier zu machen. Naja, nee, eigentlich an der Stelle brauche ich, glaube ich, wirklich Scanner. Einfach weil das so extrem viele Quellen sind. Ja. Gott. Okay, verkauf mal rechts. Okay, das muss verkaufen sein. Scanner. So rein, so upgraden, das hier upgraden.
Hier runter. Da rein. Hier noch rein. Das hier upgraden. Das hier upgraden. Das hier upgraden. So, jetzt alles verkaufen. Hier links muss ich mich jetzt auch noch drum kümmern. Oh Gott. Lässig. Das sind zu viele Ölquellen. Bohrer. Was wahrscheinlich billiger gewesen wäre, die einfach zu verbinden. Okay, ich muss die hier oben alle upgraden. Und ich brauche wahrscheinlich das Maximum an Pferden. So. Wie bringen wir das jetzt darüber? So. So, so und so. Das hier... Boah, lassen wir das geschlossen. Wahrscheinlich schon. Links erstmal gucken. So, so... So, so, so. So, hier rein. Dann so. Dann erstmal das hier upgraden zum Super-Silo. Oh Gott. Das ist zu viel Stress. Das ist eindeutig zu viel Stress. So, und jetzt gleich. Nee, noch nicht. Preis ist noch zu schlecht. Das graden wir ab. Das graden wir ab. Das kommt hier runter. Das wird upgraded. Das hier wird gefördert, denke ich. Das hier auch. Das wird schon upgraded. Das von mir ist noch upgraded. Das hier hoch. Das hier upgraden. Das upgraden. Das upgraden. Das upgraden. Hier rein, hier rein. Ja, keine Ahnung. Upgraden. Upgraden, upgraden. Upgraden. Oh Gott. So, jetzt sind alle Silos voll. Jetzt muss ich eigentlich das hier zumachen, eigentlich das komplette Ding hier zumachen und das hier öffnen. So, und meine Preis halbwegs gutes verkaufen. Also, so ziemlich genau... Ja, jetzt. Mehr Pferde. Ganz viele Pferde, so viel wie geht. Okay. Komm, 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 komm. Okay, mehr als 40 geht nicht. So, und jetzt können wir hier schon mal... ein bisschen... Okay, komm, das lassen wir auch wachsen hier. Das Vorkommen. Nee, ich will das da nicht dran machen. Mensch, lass mich doch. Das kann wieder aufgemacht werden. Das kann aufgemacht werden, das kann aufgemacht werden. Das geht jetzt wieder runter. Ja, wobei, ey, wir können das eigentlich noch verkaufen zu dem Preis. So, hier rein. Hier rein. Hier rein. Hier rein. Von mir aus auch noch mit dem Ding da. Das muss wieder aufgemacht werden. So, hier rein und hier rein. So, jetzt denke ich, können wir erstmal ein bisschen chillen. So, die Erdgasquelle ist jetzt schon gedingst. Wir müssen auf jeden Fall hier ein bisschen was machen.
das hier noch. So, hier mit dem verbinden. Das und das und das und das. Wie kann denn mit 40 Pferden überhaupt hier mal so ein Timer entstehen? Geht doch gar nicht. So, 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 so. Jetzt haben wir hier unten natürlich immer noch so ein bisschen was, was wir nicht sehen. Na komm, wir nehmen einfach Maulwürfe. Was soll's. So, jetzt muss ich eigentlich hier schon mal reingraben und dann gleich links verkaufen. Das Ding muss zugemacht werden. Und das Ding muss geöffnet werden. Auch wenn der Preis gerade richtig schlecht ist. Das sehe ich ein. Komm, wir gehen noch mit dem. So, und jetzt kaufen wir. Alle 40 Pferde ran. Okay. Da ist auch gleich das Erdgas wieder weg. Ich sehe gerade, hier oben habe ich noch gar nicht alles aufgedeckt. Ja, hier ist noch eine richtig dicke Quelle. So, 2,50. So, das wird jetzt aufgemacht. Ey, komm, da stehen so viele Pferde dran. So, das wird noch gemacht. Hier wird noch gegraben. Das wird noch gemacht. Ja, komm. Das machen wir jetzt auch noch hier. Eigentlich muss ich wirklich alles abscannen, weil hier überall noch kleine Vorkommen sein könnten. Das fällt mir gerade auf. Hier habe ich noch nicht angeschlossen. Ja, für über einen Dollar kann man das noch verkaufen hier. Das wird noch upgraded. Hier machen wir von mir aus noch was ran. So, und dann... Oh, warte mal, hier ist noch zu. So, und jetzt kann man eigentlich vorspulen. An dem Punkt. Weil irgendwie... Warum ist das so langsam? Ich grade das mal vorsichtshalber ab. Das hier auch. Bitte rechts verkaufen. Alle 40 Stück, da muss ich ganz schön lange scrollen. So. Okay. Also das ist... Das war jetzt einiges. Uiuiui, 180k, große Beute. Glückwunsch, du hast das Spiel gewonnen. Du kannst Tormel jetzt im Expertenmodus spielen, wo die Charaktere Spezialkräfte haben und die Konkurrenz härter ist. Oha. Keine Ahnung, ob ich das jemals machen werde. Tolle Arbeit. Du hast wie ein Pferd gearbeitet. Du solltest ein paar Hufeisen bekommen. Die Maulwürfe und ich freuen uns sehr auf dich. Wuhu, Partyzeit. Ich bin mir sicher, dass du jemanden um einen ausgibst. Gut gemacht. Ich bin mir sicher, dass du als Bürgermeister fast genauso gut sein wirst wie ich. Ich ziehe meinen Hut vor dir und deiner Ölförderungsperformance in 24K. Deine Performance war noch stärker als mein Bizeps. Ich werde unsere gemeinsamen Reisen vermissen. Bevor du deine Fähigkeiten im Expertenmodus testest, besuch ein letztes Mal meine Bank, um die Gesamtstatistik deiner Kampagne anzusehen. Ja komm, das machen wir jetzt einfach auch noch. Okay, insgesamt haben wir... Nee, Moment, das war... Das letzte, oder nicht? Nein, das ist alles. Stimmt. 1.400.000 Dollar. Das ist einiges. Naja.
Ich würde sagen, das war es dann erstmal mit Turnoil. Hat mich gefreut, dass ihr hier gewesen seid. Wir sehen uns dann bei einem anderen Projekt wieder. Tschüss!